Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute habe ich was ganz Besonderes für dich. Also bleib dran. Ja, und natürlich wollen wahrscheinlich die einen oder anderen wissen, was denn dazu geführt hat, dass es jetzt wahrscheinlich ein bisschen über einen Monat keine Videos mehr gegeben hat. Ja, das kann ich euch ganz kurz erklären. Und zwar habe ich mir gedacht, wenn ich das jetzt so frei heraus erzähle, warum und weshalb und wieso, das wäre ein bisschen zu langweilig. Deswegen habe ich hier ein kleines Video für euch vorbereitet. Schaut es euch mal an und ich bin echt richtig gespannt auf eure Meinung. Also, Film ab! Ja, und hier liegt nun dieses, so wie ich finde, wunderschöne Instrument vor uns. Und ja, ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte von diesem Instrument. Leider Gottes ist dieses Instrument nicht aus einer lustigen Laune heraus entstanden. Hey, komm, wir bauen uns jetzt mal einen neuen Dudelsack. Das macht bestimmt alles total Spaß und lustig und alles. Natürlich hat das Bauen dieses Instruments mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Nur die Geschichte dahinter ist leider ein bisschen traurig. Jeder, der in unserer Szene irgendwie mit Mittelalterrock oder mit Dudelsackmusik, Dudelsackspielen oder einfach nur die ganze Szene cool findet, kennt selbstverständlich die Gruppe In Extremo. Und diejenigen, die so ein bisschen mit dieser Gruppe sich auseinandergesetzt haben, haben festgestellt, dass ein langjähriges Mitglied dieser Gruppe leider dieses Jahr verstorben ist. Das ist der Boris Yellow Pfeiffer. Und dieser Mensch ist nicht ganz unschuldig daran, dass ich mich für den deutschen Dudelsack entschieden habe. Dieser Mensch auf der Bühne alleine spielend mit einem tiefen Dudelsack ist für mich, das war für mich unfassbar beeindruckend und das ging so tief, dass ich gesagt habe, Mensch, also das, genau so möchte ich das auch machen. Das ist meine Rieseninspiration gewesen dafür, mich für den deutschen Dudelsack zu interessieren. Und dieser Mensch ist nun leider Gottes von uns gegangen, viel zu früh. Und um das Ganze irgendwie für mich zu verarbeiten, habe ich dieses Instrument gebaut und somit eine kleine Hommage an ihn versucht herzustellen. Boris Yellow Pfeiffer hatte immer einen Teufelskopf an seinem Dudelsack. Das ist meiner. Und ich habe bewusst nicht versucht, mich unbedingt ganz exakt auf sein Instrument zu fixieren. Aber es sollte einfach auffallen, es sollte Ausstrahlung, Charisma haben und ich hoffe, ich habe es mit diesem Instrument getroffen. Ich bin echt tierisch gespannt darüber, was ihr über dieses Instrument denkt, wie ihr das findet, was eure Meinung dazu ist. Und lasst es mich bitte unten in den Kommentaren wissen, weil das würde mich echt brennend interessieren. Und ich habe noch nicht, und bitte korrigiert mich, wenn ich da jetzt falsch liege, aber ich habe noch nie einen mittelalterlichen Marktsack gesehen, dreibordunig mit Hörnern. Zwei ja, aber keine drei. Deswegen hoffe ich, dass dieses Teil ein Unikat ist. Und ist Boris Yellow Pfeiffer gewidmet. Ich hoffe, er guckt von oben runter und findet es mindestens genauso cool wie ich.
Ich bin gespannt auf eure Meinung und ihr werdet jetzt in nächster Zukunft natürlich ein paar mehr Videos über dieses Instrument sehen. Wir machen dann natürlich noch eine Detailansicht drüber. Also wir zerlegen es einmal komplett auf den Tisch, sodass ihr euch alles ganz genau angucken könnt. Und ihr hört natürlich mehrere Übungseinlagen von mir mit eben genau diesem Instrument. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen bis hierhin, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns bis die Tage. Macht's gut, euer Aki. Ciao.